ist die Hilbigwand. Ich trenne das jetzt mal, weil die Hilbigwand besteht aus einem neuen Zimmer und einem etwas älteren Zimmer, wenn ich das richtig sehe. Hier unten, das sind Kultzeichnungen aus dem Jahr 1995, die kannte ich. Und sehe sie aber jetzt, ich habe sie im Internet gesehen, sehe sie jetzt zum ersten Mal vor mir. Wie kam es dazu, dass du dich mit Hilbig beschäftigt hast, bildnerisch? Also ich kann es nicht mal hundertprozentig genau sagen, aber ich glaube, es war der Roman Das Provisorium, den ich damals in die Hände gekriegt habe, beziehungsweise gekauft habe halt, und der eingeschlagen hat bei mir. Das muss ja die Zeit gewesen sein, wo der rausgekommen ist. Und der Roman hat eine Atmosphäre, die mir aus verschiedenen Gründen ganz, wenn ich sage nah, wäre das zu wenig. Die hat zentral bei mir eingeschlagen. Da war einmal natürlich diese Erinnerung an dieses Leipzig der 70er Jahre, 80er Jahre, der Verfall und die, ja, diese Morbidität des äußeren Erscheinungsbilds, aber eben auch durchaus eben, ja, Erinnerungen, die damit zusammenhängen. Dann natürlich diese Atmosphäre der Bahnhöfe, die ganz... Spielt eine große Rolle in Provisorium. Es ist ja sowieso ein Roman so dazwischen, zwischen Ost und West. Und genau, genau das, da ist ja Reisen im Grunde eine wichtige Metapher. Bevor wir das weiter darüber sprechen, hätte ich doch die ein oder andere Frage noch mal. Deine Beschäftigung mit Literatur, wie jetzt hier am Beispiel Hilbig, ist ja nicht ganz neu. Du hast ja hin und wieder zu Literatur gearbeitet. Ist das für dich, was hat das für dich für einen Reiz? Es ist ja so, dass man als Künstler, je älter man wird, feststellt, dass man eigentlich um nur höchstens eine Handvoll Stoffen und Themen kreist und die immer wieder neu auflegt. Und insofern, das rauszukriegen, worum es eigentlich in einem Leben geht, hat bei mir zumindest ziemlich viel auch Lektüre erfordert, Reflexion, Arbeit. Und dann habe ich festgestellt, dass es bestimmte Schriftsteller gibt und bestimmte Atmosphären, ein bestimmtes Licht auf eine Geschichte, wo es immer Klick gemacht hat bei mir. Und das waren dann hatte ich meist auch das Bedürfnis, da irgendwas davon zu zeigen. Ja, und das ist das einfach. Du kriegst ja im Grunde, wenn du zu Literatur greifst, immer schon einen, sag ich jetzt mal, einen vorverarbeiteten Stoff. Ja. Wo man sich dann hinzufügt. Und da muss ja offensichtlich bei Hilbig für dich irgendwo ja etwas gewesen sein, was dich da anzieht und wo du die Chance gesehen hast, dich hinzuzufügen. Was war das oder was ist das bei seiner Literatur? Chance ist schon viel zu distanziert gesagt. Also das ist so, da kann man einfach nicht anders oder ich nicht anders, wenn das passiert, dass ich da so gefangen werde drin. Dann sehe ich ja auch innerlich Bilder und versuche die dann. Das ist übrigens ein Punkt, auf den können wir nachher nochmal zu sprechen kommen, aber bei diesen neuen Sachen ganz, ganz deutlich. Ja, was ist es? Hast du gefragt, was es ist, was mich da fasziniert? Ja. auch wo du eine Lücke siehst, weil das Werk spricht dich an, das ist ein Thema, womit du auch umgehen möchtest. Also kann ich natürlich nur drüber spekulieren, weil ich da auch noch längst nicht fertig bin damit. Das heißt, immer noch auf Entdeckungsreise bin. Ich kann es vielleicht so schildern, es sind immer wieder dieselben Autoren, die da eine Rolle spielen. Inzwischen habe ich festgestellt, dass das auch Lieblingsautoren von Hilbig selber waren. Also zum Beispiel eben natürlich Kafka, keine Frage, oder Faulkner, oder ja, also wo es fast einen romantischen Ansatz gibt, das Ich und die Welt. So.
konfliktreich meist. Und insofern, ich meine, das ist ja das Grundthema aller Kunst. Das ist jetzt ein bisschen banal, ich und die Welt, aber wo es so forciert vorgetragen wird. Wenn wir nachher noch auf dem Roman Ich komme, da hat es ja auch noch eine besondere Bedeutung. Genau. Aber im Grunde ja. Und Hilby selber hat ja streckenweise immer wieder gesagt, dass ihm das selber anödet, dass ständig Ich in seinen Büchern gesagt wird und auch in seinen Gedichten. Also dieses Ich, das so verletzt ist bei ihm auch, das hat offensichtlich in mir was geweckt oder hat eine Resonanz gefunden. Weil, ja, mein Ich bedurfte schon eine spezielle Zuwendung. Ihr habt vielleicht auch, Hilbig und du und Hilbig, eine ähnliche Aufladung dieses Ichs. Du bist in Leipzig geboren. Er hat ja auch einige Zeit in Leipzig gelebt. Seid ihr euch mal persönlich begegnet? Nein. Auch nicht bei einer Lesung? Nein. Wann die Begegnung begann mit dem Provisorium? Also wir sind jetzt bei Mitte der 90er Jahre. Ich glaube, es war, glaube ich, das Erste, was ich wirklich intensiv von ihm gelesen habe. Ob mir vorher schon Kurzgeschichten oder weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass ich vorher so intensives Leseerlebnis üblich gehabt hatte. Hier spürt man ja, wenn man sich die einzelnen Kohlezeichnungen anguckt, auch etwas, was tatsächlich mit Reisen zu tun hat, mit Zug zu tun hat. Nicht bei allen gleichmäßig, aber hier gibt es so etwas. Hier die Hände, die da ein Zugfenster. Ja, das sind eigentlich alles Zugfenster, alles okay. Im Stück. Ja. Mhm. Mal ist es deutlicher zu sehen, mal weniger deutlich. Ja. Da frage ich dann immer eine Illustration. Ich meine, ich frage das ja jemanden, der sehr versiert ist im Umgang mit Literatur und seiner bildenden Kunst. Haben wir gesagt, eine stoffliche Anregung, auch eine atmosphärische Anregung. Mhm. Die Illustration ist aber etwas, was für dich nicht das Ziel ist. Ja, der Begriff der Illustration hat sich ja immer weiter gewandelt im Zuge der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Es war mal tatsächlich ein optisches Angebot, weil es die Fotografie nicht gab. Davon sind wir natürlich meilenweit entfernt. Heute sind es mehr eben diese Dinge, über die wir gerade geredet haben, die persönlichen Assoziationen, die sich einstellen. Es sind insofern Angebote. Es gibt jetzt neuerdings einen Trend, den ich mit großer Skepsis sehe. Das sind diese Comic-Aufarbeitungen, die jetzt bis in die Hochliteratur reinreichen. Offensichtlich damit zu tun haben, dass man bestimmte Stoffe den Leuten mit durch attraktive Bebilderung beibiegen will. So hat man es ja mal mit der Bibel gemacht. Genau, bei den Analphabeten. Ich meine. Also jetzt gibt es das sogar schon im Falle von Posts verlorener Zeit. Da ist es für mich dann schon sehr schwierig. Ich bleibe noch mal bei den Kohlezeichnungen und frage jetzt mal, wo ist in diesen Kohlezeichnungen für dich, der sie gemacht hat, Hilbig? Wie gesagt, es ging mir jetzt nicht darum, irgendwie, dass das auf Biegen und Brechen Hilbig sein musste. Er ist einfach der Ausgangspunkt, der Trigger. Das ist übrigens ein bisschen anders als da oben. Da wollte ich schon was. Da kommt ja auch sein Porträt vor. Aber hier unten ging es eigentlich mehr darum, dass ich in dieser Konstellation, die er da anbietet, dieses Zugfenster gesehen habe. Man sieht also Figuren, man sieht Gesichter, man sieht sie gleichzeitig auch nicht so richtig. Man kann sich vorstellen, was sie denken, was sie machen. Man weiß es aber nicht genau, es ist dieser Filter oder diese Absperrung dieses Zugfensters, oft eines dreckigen Zugfensters damals dazwischen. Und diese Geschichte von Neugier von meiner Seite und gleichzeitig aber einer Distanz, Isolation und ja, Distanz, ja. Die hat mich sehr interessiert. Es gibt ja jetzt immer wieder Szenen im Ich auch,
wo er das auch schildert, dass er durch die Straßen wandert und das Leben hinter den Scheiben beobachtet regelrecht. Ja. Und das ist eine Grundsituation, die mich da sehr interessiert hat. Ja, es klang jetzt schon an, auch gerade jetzt nochmal mit dem letzten Gedanken. Also wenn ich gefragt habe, wo ist für dich hier Helbig, also gerade in diesen Figuren, auch diese zutiefst, also quasi aufgewühlten Figuren, wo ist Johannes Heise in diesen Blättern, in den unteren? Habe ich nicht drüber nachgedacht, es ist einfach... Es ist mein Lebensgefühl, sagen wir so, was ich da gespiegelt gefunden habe. Und was das Komplizierte an all diesen Arbeiten ist und was er eben als Autor so wunderbar beherrscht, wahrscheinlich ohne lange darüber nachzudenken, ist, dass man einerseits eine relative Konkretheit der Szene hat und der Figur hat, die vor einem steht, andererseits aber diese Figur und diese Szenerie immer Metapher ist für eine existenzielle Situation. Und diese Gratwanderung, also auch bilderisch zu fassen, fällt mir ungeheuer schwer, weil immer wenn ich jetzt, und das habe ich jetzt gerade wieder ganz intensiv gemerkt bei den neueren Sachen, immer wenn man jetzt, sagen wir mal, hier bei so einem Porträt weiter in die Details reingeht, wird das sofort, also mir geht das jedenfalls so Müller-Bayer-Schulze, und er nimmt was Anekdotisches auf, was dann ganz diametral ins Gegenteil umschlägt. Also immer wieder, für mich ist da auch die Begegnung mit Henry Moore und seinen Skelter Drawings sehr wichtig gewesen. Shelter Drawings, nicht Skelter Drawings. Ja. Shelter Drawings, weil dort ist das genau drin. Ja? Das sind alles, kann man sich vorstellen, Mutter mit Kind unten in der U-Bahn. Ja. Und gleichzeitig haben die aber das so etwas vom Menschen an sich, als wenn man jetzt als Betrachter gerade von einem anderen Planeten kommt. Ja, ja. Das waren diese berühmten, ich weiß nicht, ob es Kohlezeichnungen waren von Henry Moore, wo die Subway in London quasi vor den Bombenangriffen im Grunde Schutz bieten sollte. Und da hat er viele solche Porträts gemacht. In der Tat, was dann wieder auf die Helbig-Figuren führt, dass hier natürlich auch Menschen sind, in einer verletzten Situation, die Schutz brauchen, die Schutz suchen. Ja, wir haben, und du guckst ja auch mal schon nach oben, weil die Arbeiten sind jetzt jüngeren Datums, die sind im Grunde gerade erst entstanden. Und deswegen drängt es natürlich, dass wir jetzt über sie sprechen, das mache ich auch gerne. Wir hatten uns ja angekündigt, dass wir über Wolfgang Helbig und das Echo, das er in deiner Bildkunst hat, sprechen wollen und auch dieses kleine Video produzieren wollen. War das jetzt der Auslöser, dass diese Arbeiten entstanden sind? Muss ich zugeben, ja. Ja, es gereicht uns in dem Fall zur Freude. Gehe ich mal zunächst zu dem Helbig-Porträt. An dem Porträt fällt für mich auf ein Blick, der total nach innen geht. Das ist jemand, der, tja, ich weiß gar nicht, ob das jemand ist, der kommuniziert mit der Welt, sondern die Welt scheint in ihm drinnen zu sein. Was war für dich der Versuch, mit diesem Gesicht zu fassen? War meine Erklärung jetzt... Naja, das ist schon richtig, ja, das ist schon richtig. Wie immer, wenn ich porträtiere, versuche ich, verschiedene Pole irgendwie zusammenzuführen. Also einerseits sehe ich ihn, ich habe ihn ja selber, wie gesagt, nicht kennengelernt, aber nein, ich habe ziemlich viel gehört, so LCB-Sendungen und Lesungen von ihm. Und es gibt ja auch ein paar Filme und so weiter.
Ich sehe ihn einerseits als einen sehr kommunikativen Menschen, der irgendwie keine Allüren hat, so irgendwie mit jedem erstmal reden kann. Wenn er, ja, und auf der anderen Seite auch jemand, der sich immer als etwas Fremdes versteht. Also der nicht eine bestimmte Distanz einfach legt und nicht überwinden kann. Ja, und ich denke, dass ich das sehr sehe, das Kommunikative gar nicht mal so sehr, aber das kann jetzt auch an mir liegen, aber dieses Fremdheitsgefühl und dieses sich auch ein wenig aus dieser Welt herausnehmen, das sehe ich sehr. Ja, und das ist das, was ich vorhin auch meinte. Also der verkörpert das ja selber sehr stark, dieses sozusagen als Alien sich empfinden in einer Welt, die er eigentlich nur beobachten kann und beschreiben kann. Ja. Und der aber nie sozusagen als Mitglied, als Teilnehmer sich zur Verfügung stellen kann oder so. Er kommt da nicht rein. Er bleibt Fremder. Ich erinnere mich an solche Blicke, beispielsweise auch kurz vor Lesungen, wo er immer, also jedenfalls habe ich das so erlebt, sehr geklagt hat, dass er diese Lesung wieder zugesagt hat und jetzt da gleich auf die Bühne muss oder bei uns dann ins Studio musste und jetzt zu lesen, was ihm dann also überhaupt nicht mehr recht war. Aber er hat sich natürlich daran erinnert, dass er mal zugesagt hat. Aber diese Distanz und dieses sich zurücknehmen aus der Welt, das sehe ich hier sehr. Dann haben wir natürlich den Heizer, beziehungsweise das Heizen. Ist das jetzt eine Aufnahme der Vita? Wie ist dieses Blatt entstanden? Ja, das ist das von den Neueren das absolut komplizierteste gewesen. Es gibt auch in Ich, also diese ganze Reihe bezieht sich ja jetzt auf dieses Ich-Buch. Ne? Und auch da gibt es mal kurz den Bezug auf das Heizen an irgendeiner Stelle drin, als Erinnerung oder so, oder als Reminiszenz. Und dann habe ich natürlich all diese Geschichten gelesen, wo kommt das alles vor, es kommt ja immer wieder vor, dass er diese Situation beschreibt, bis hin zu dieser irrsinnigen Szene, wo er da unten im Keller plötzlich auf dem Kohlehaufen einen Fasan sieht. Ja. Ne? Ja. Also das als Metapher hat mich das total fasziniert. Und jetzt plötzlich ist es ja so, dass alle Welt sozusagen, wenn Hilbig Stichwort, dann kommt der warme Heizer und so weiter. Er selber konnte das ja, glaube ich, am Schluss auch nicht mehr hören, die Story mit dem Heizen. Und da wollte ich es natürlich raus haben aus dieser Ebene. Also ich habe schon irgendwie im Kopf immer sowas von Höllenbrand, Dante, das Inferno oder so im Kopf gehabt. Das sollte es irgendwie aufnehmen. Deswegen ist dieses Blatt auch so geschunden. Und hier sind ja auch alle Formen im Grunde im Schmelzen begriffen durch die Hitze. Ja, und da war dieses Problem, was ich vorhin angetippt habe, ganz besonders deutlich. Also immer wenn ich, was weiß ich, einen Blick oder ein Auge oder ein Nasenloch oder irgendwas konkretisierte, wurde die Szene plötzlich zur Reportage aus dem Heizwerk oder irgend sowas und wurde ganz unerträglich. Aber dann ist das hier immer wieder zerstören und das ist jetzt vielleicht das, was ich tolerieren kann. So. Das ist also, wie du sagst, eben quasi als eine Schmelze, eine Kernschmelze. Materie sozusagen daherkommt. Wenn du den Roman Ich jetzt als Stoff genommen hast für deine Arbeiten, das ist ja ein Roman über die Staatssicherheit mit der Pointe, dass die Staatssicherheit dann am Ende ist, wenn alle spitze sind. Ne? Aber zugleich ist es ja auch ein Künstlerroman. Ja, ich meine, insofern kann ich mir vorstellen, dass da auch vielleicht etwas nach dir gegriffen hat es jetzt ein bisschen pathetisch. Unbedingt, weil es ist eben, wenn man jetzt mal so diese
trivialen Stasi-Geschichten, Henkel und Donnersmark hier, das Leben der anderen nimmt, weil ich immer irgendwie trotz aller Verehrung für Herrn Mühe nie gutieren konnte, diesen Film. Ist es ja kein Stasi-Roman dann in dem Sinne. Ja. Die Stasi ist der Stoff, der da zur Verfügung steht. Und der ist vielfach gebrochen. Ich habe eine Äußerung von Jan Faktor gelesen, der sich darüber mokiert, dass Hilbig nichts gewusst hätte von der Szene im Prenzlauer Berg und die völlig falsch beschrieben hätte und so. Aber das ist ja alles für ihn nur Material. Was er nicht vorgeschwebt hat. Was ihm vorgeschwebt hat, war diese irrwitzige Einzelexistenz in der großen Stadt unten in den Kanälen im Keller. Dieser Sessel, der spielt eine ganz große Rolle. Ja. Und dann die Verbindung zu den anderen Menschen hat immer was völlig Absurdes. Ja. Dieser Führungsoffizier, allein schon, also, das kann man ja nicht mit der Realität verwechseln. So was hat es ja nicht gegeben, solche Führungsoffiziere. Und es hat ständig etwas zu tun mit dem Absaugen des Ichs. Ja. Was ja Bespitzelung auch immer ist. Absaugen des Ichs. Und vielleicht gucken wir nochmal auf die einzelnen Arbeiten. Wo ist das für dich einfach auch Bild geworden, also auch Metapher? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil es gibt jetzt, zum Beispiel hier haben wir dieses Problem, dass da ist mir das genau das passiert, was ich da jetzt noch vermeiden konnte. Das ist so ein Typ, der da im Sessel sitzt, der ist mir zu sehr... Ja, man hat sofort eine Assoziation zu irgendwelchen Leuten, die man vielleicht kennt oder so. Weiß nicht. Ich muss hier irgendwie sehen, dass ich den noch abstrakter kriege. Ja, was war die Frage? Die Frage ist, wo das am meisten für mich dieses Ich-Absaugen. Also wenn wir da bin ich eigentlich noch nicht, da bin ich noch nicht weit genug entfernt davon. Mhm. Brauche ich noch ein bisschen Distanz. Jeden Tag gefällt mir. Hier ist ja auch eine Figur, die sich im Grunde ja, wenn ich das richtig lese, nackt macht. Ja, das ist vielleicht könnte man das Blatt sogar nennen als dasjenige, was vielleicht am stärksten zusammenfasst. Ja. Der macht sich nackt, aber man könnte auch sagen, die Hose rutscht ihm runter oder irgendwie, also es ist eine hilflose Situation. Es ist ja auch nicht so, dass der jetzt irgendwie offensiv sich nackt macht, sondern es ist irgendwie ein Stück Verzweiflung und Aussichtslosigkeit, habe ich da versucht mit reinzukriegen. Im Hintergrund dann auch dieser Penis-Graffito angedeutet und so. Also das ist auch eine Szene, die mehrfach im Buch vorkommt. Ja. Und hier haben wir noch einen Stadtgang, also den Gang durch eine Stadt. Mit dem bin ich am wenigsten zufrieden. Warum? Warum? Ich versuche hier dauernd irgendwo. Es gibt eine Stelle in dem Buch, wo er aus Berlin kommend wieder in diese Kleinstadt fährt, die ja offensichtlich Meuselwitz nachgebildet ist. Aber A heißt im Buch. Und da beschreibt er, wie er nachmittags ankommt. Die Kirchturmuhr steht immer auf dem Berg. Das kommt ja auch in mehreren Erzählungen vor. Und dann nach sechs plötzlich diese Stadt sozusagen ins Koma fällt. Ja. Und das ist eigentlich sozusagen der äußere Rahmen dieser einsamen Figur, die sich als Alien sozusagen der Welt nähert, findet da seine Entsprechung. Fast in der Kriegssituation. Und diese Stimme wollte ich reinbringen, ja. Aber sie hat es, das hat es noch nicht. Das hat's noch nicht recht. Der Roman Ich ist in meiner Erinnerung ein Roman, der zwischen, also auch dieser Bedrückung, dieser Bedrohung steht, aber auf der anderen Seite auch zwischen einer großen Satire und einem großen Humor. Diese Kippe finde ich vielleicht hier bei diesem Bild mit dem Sessel. Ich finde sie auch, ja, dem die Hose rutscht. Sie ist schon da, aber wie viel Satire, wie viel Humor hast du dir hier gestattet?
Ich bin ja noch nicht fertig damit. Da liegen noch mal auf dem unfertigen Sachen, wo ich noch weitermachen will. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den du da nennst. Diese, ja, wie soll ich sagen, wie nennt man das am besten? Humor ist schon das beste Wort dafür. Es ist, das muss auf alle Fälle irgendwo mit rein. Aber wo und wie? Sind weitere Arbeiten angedacht? Ja, wie gesagt, da sind weitere Blätter, die da liegen. Sind im Moment 7 Stück. Wo ich vielleicht, ja, was ich erstmal in die Richtung mitbringen will. Und da kann dieser Aspekt. Ja. Ja, dann sage ich jetzt, lieber Johannes Heisig, herzlichen Dank, dass wir diesen Werkstattblick hier haben durften und du über diese Arbeiten gesprochen hast. Ja, ich nehme einen ganz faszinierenden Eindruck mit. Dankeschön. Ja, und du hast schon nicht ganz unrecht. Ihr seid doch schon mitverantwortlich, dass ihr wieder angefangen habt damit. Insofern auch vielen Dank. Okay.